Next Try. Ja, wir versuchen hier immer noch den Motor zum Laufen zu bringen. Folge 4 mittlerweile mit diesem Motor, mit diesem Vehikel, mit diesem Kfz. Ich muss hier die ganze Zeit die Kosten für die Ölreinigung hier wieder zahlen. Ich vergesse immer, dass ich das auch ablassen kann. Egal, egal. Wir müssen da jetzt irgendwie durchkommen. Diese Folge ist es soweit. Das Zeug hat alles 65%. So, haben wir hier noch was? Wir haben hier noch was. 65, hier ist auch noch eins. Und dann rechts da noch, sehe ich gerade. Hier, genau. So, dann wieder oben in den Motorraum rein. Oh, die Stangen rausnehmen. Ich glaub's echt nicht, dass wir immer noch da dran sind. So, ich möchte euch jetzt noch mal kurz sagen, es würde mich persönlich sehr unterstützen, wenn ihr auch die normalen Videos anschaut. Ich habe schon öfter gemerkt, die sind nicht ganz so beliebt wie Livestreams, was ja an sich auch logisch ist. Und ja, in letzter Zeit sind auch die Klicks und so weiter, die Zuschauerzahlen für die Livestreams leider nach unten gegangen, warum auch immer. Aber ich versuche immer noch mein Bestes und wie es eben die Zeit zulässt, wie kriege ich jetzt das weg? Ach so, das kann ich einfach wegmachen. Vielleicht liegt es an der Antriebswelle. Obwohl, dann würde der Motor starten. 65. Daran kann es schon mal nicht liegen. Zugang von der Motorkammer. Mami. Haben wir den Anlasser ausgetauscht? Wenn das jetzt der Fehler ist, ich beiß mir so in den Po. %65. Oh Gott, zum Glück. Zum Glück. Da hätte ich mich jetzt echt geärgert, wenn das nur dieses Ding wäre. Das muss schon tiefer sein. Oder so richtig einfach, dass es sich lohnt, den Motor auseinanderzunehmen. So, jetzt können wir das hier. Komm schon. 65, hier, da muss es doch dran liegen, hier irgendwo. Obwohl Kupplung. 65, daran dürfte es eigentlich auch nicht liegen. Wir bauen jetzt einfach alles ab, wir haben keine andere Wahl. 65, noch einmal eine 65. Ebenfalls 65. Kurbelwelle können wir jetzt 65. Und den kompletten Motorblock können wir, glaube ich, gar nicht rausnehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich war der Meinung, wir brauchen dafür so einen Kran. So ein kleiner, um den Motorblock da rauszuheben. Ne, funktioniert auch so. 65%, das ist super. Springt er jetzt an? Er hat keinen Motor mehr. Und wir haben den Fehler immer noch nicht. Und wir haben nur ein Profilmessgerät. Lass mich. Nein! Ach Mist, wie komme ich denn da jetzt wieder weg? Okay. Er hat gemessen. Aus dem Motorraum raus. Das ist Handwerkskunst vom Feinsten. Den Luftfilter, haben wir den schon mal kontrolliert? Ich meine ja.
Ich meine ja. Aber vorsichtshalber, es muss irgendwas ziemlich Bescheuertes sein. Ich nehme gerade echt das ganze Auto auseinander. So. Das sieht alles gut aus. Dann weiß ich nicht, woran es liegt. Hintere Antriebswelle vielleicht, aber... Oder der Treibstofftank? Ach, leck mich doch. Warum? Warum geht denn da der Motor nicht? Ja, okay, macht Sinn. Macht extrem Sinn. Wieso schaue ich da nicht? Ich bin doch so ein Idiot. Jetzt habe ich dieses ganze dämliche Auto zum zehntausendsten Mal abgebaut. Ausgebaut. Hier ist nichts mehr. Nichts mehr ist hier. Das gibt's nicht. Jetzt muss ich den Scheiß wieder zusammenbauen. Ich könnte... Warum schaue ich da hinten nicht? Mit was soll denn dieses Auto laufen? Mit Liebe. Oh, ich bin so doof. Manchmal frage ich mich echt, wie ich überleben kann. Boah, und die Musik macht mich gerade aggressiv. Du findest hier gerade den ultimativen Fehler, der eigentlich kein Fehler war. Einfach nur Dummheit des Ingenieurs sozusagen, des Mechatronikers. Und dann spielen die dich noch mit so einer Musik zu. Endlich haben wir dann jetzt gleich das Auto weg. Gott. Nee. Nee, einfach nee. Nee. Warum? Und wahrscheinlich vergesse ich jetzt irgendein Teil einzubauen oder baue es falsch ein und dann ist der nächste Fehler da. Irgendwie sowas kommt jetzt noch. Mindestens. Vor allem, wir müssen ja jetzt alles noch dran bauen. Wieso kann der das nicht selbst dran bauen? Wir haben jetzt die Fehler gefunden, dann wäre doch gerechte Arbeitsverteilung, den das jetzt zusammenbauen zu lassen. Wenn er uns schon so eine Aufgabe gibt. Wie viel Geld, Aufträge und Zeit uns dieses Auto bis jetzt schon gekostet hat. Das kann ja so nicht gehen. Also in einer echten Werkstatt wäre ich jetzt schon gefeuert. Mindestens zweimal. Mindestens. So, jetzt müssen wir wieder nach oben. Die Bleuelstangen nach drinnen. Komm schon. Boah, ich, nee. Ich
komme immer noch nicht drauf klar. Sowas dürfte nicht passieren. Vor allem, wieso habe ich einen Tank denn nicht kontrolliert? Waren wir da nicht hinten? Klar, es ist jetzt auch schon wieder eine längere Zeit rum, seit wir das letzte Mal gespielt haben. Habe ich das damals echt nicht kontrolliert? Oder habe ich es einfach übersehen? Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr euch einfach selber schlagen würdet? Einfach so random selber schlagen, weil ihr so doof seid gerade? Kennt ihr das Gefühl? Also ich spüre das gerade. Ich verspüre das tatsächlich gerade. Aber gut, dann kommen wir jetzt immerhin voran, wieder. Und dann können wir uns bald auch endlich unser eigenes Auto leisten, das eigen zusammenbauen und alles. Das können wir ja dann auch wirklich auf dem Parkplatz zwischenlagern, gehört ja dann uns. Das wird cool. Das wird cool, darauf freue ich mich auf jeden Fall schon. Und mit dem dann über die Strecke heizen. Ich habe mittlerweile ja auch so ein Lenkrad, das ich auch am PC anschließen kann. Vielleicht lässt sich es mit dem besser fahren. Schauen wir mal. So, da alles ran. Dann das da noch oben drauf. Unten dann natürlich noch Ölwanne und dann Öl wieder nachfüllen. Mal wieder. Ich bin ja froh, dass wir hier keine monatlichen Kosten oder so zahlen müssen. Sonst wären wir mit diesem Auto jetzt schon lang pleite gewesen. Zwangsräumung. Er konnte das Auto nicht vollenden. So, hier oben müssten wir jetzt alles haben. Dann dreht sich es nur noch unten um die Ölwanne und so weiter. Das sollte machbar sein. Oh Gott. Ah ja, hier noch die Deckel. So, habe ich jetzt auch alles? Ich glaube, ich habe alles. Dann jetzt noch eben Öl reinfüllen und dann können wir den Mist hier abgeben. Diesen Schrotthaufen, der uns so lange aufgehalten hat. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich kann es echt immer noch nicht glauben. Jetzt danke. Dankeschön, und es hat uns sage und schreibe 1200 eingebracht. Wow! Oh, bitte sei jetzt nicht auch so ein Arsch, du Auto. Uiuiui. Sollen wir gleich einen neuen annehmen? Ich bin mir unsicher. Ich bin mir unsicher. Diese Bremsprobleme sind halt dann auch immer gleich so billig arbeiten, wofür man vielleicht 50 Dollar bekommt. Ich habe dieses Auto vom Händler gekauft, es war nicht gerade billig, aber dafür angeblich ein gutes Angebot. Das einzige Problem ist die Gangschaltung, die recht schwer geht. Manchmal klopft auch was auf der linken Seite, auf der rechten eigentlich auch. Prüfen Sie bitte den allgemeinen Zustand des Wagens und reparieren Sie... Was repariert werden muss, wenngleich der Autohändler versicherte, dass alles fast wie neu ist. Müssen wir wohl annehmen. Wobei, was ist das? Lauter Auspuff.
Das hat keine Ablaufzeit. Wahrscheinlich, weil es blau ist, so ein Sonderauftrag. Dann nehmen wir lieber mal den hier an. Auspuff. Das sollte ja machbar sein mit der Reparatur. So, was hatte das Ding da? Sprungstangenkopf. Spurstangenkopf, nicht Sprung. Und dann tausend Sachen. Vorder, vorder, vorder. Und hinter. Ja gut, da müssen wir wahrscheinlich von hinten ran. Von unten ran. Ich bin schon ganz verwirrt. Das grüne Auto hat mich fertig gemacht. Von unten ran. Das ganze Zeug austauschen. Das ist ja zum Glück vorgegeben. Heißt, dürfte nicht allzu lange dauern. Ja. So. Wird wahrscheinlich auch nicht ganz so viel Geld bringen. Und ganz ehrlich, ja. Ja. Wir verkaufen jetzt mal diese ganzen Schrottdinger, nicht, dass wir da noch mehr durcheinander bringen in unserem Inventar. Klar, manches ist noch verwertbar. Oder wäre noch verwertbar. Die Orangenen lassen wir jetzt auch mal da. Vielleicht können wir die reparieren. Aber das ganze so rote Zeug. Ich glaube nicht, dass wir das noch reparieren können. Wird jetzt erstmal verkauft. Gibt es nämlich noch viel mehr. Bringt auch wieder etwas Geld dazu. Auch wenn es nicht viel ist. Immerhin etwas. Ich glaube, in der nächsten Folge können wir dann vielleicht sogar schon nochmal einen Versuch starten, ein Auto zu kaufen. So eine Schrottmühle aus der Scheune. Komm schon. Kann ich das nicht auch? Ja, kann ich. Mit Enter bestätigen kann man auch. Geht viel schneller. Man darf nur nicht das Falsche verkaufen. Das Ganze, das Falsche zu verkaufen, das wäre verheerend. So, die Spiegel nehmen wir noch mit. Also wie gesagt, das ganz rote Zeug, ich glaube, das kann man auch so leicht nicht mehr reparieren. Das wird jetzt einfach verscherbelt. Das Orangene, da habe ich noch irgendwie ein bisschen Hoffnung, dass wir das für unser zukünftiges Auto benutzen können. Nein, 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 das nicht. So, das da. Sehr gut. Wieder etwas aufgeräumt und dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal mit diesem schönen Auto hier weiter, das zum Glück einfacher werden wird. Ich weiß es einfach. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.